Der vergangene Freitag hat ein Schlaglicht geworfen auf das, was derzeit wichtig ist an den Märkten. Und da gab es die Rede von Jerome Powell. Die war vergleichsweise unwichtig im Vergleich zu dem, was dann Donald Trump von sich gegeben hat. Und man könnte sagen, der Twitter-Account von Donald Trump ist derzeit der mächtigste, der wichtigste Preisfindungsmechanismus der Welt. Und wir wollen mal ausloten, was Trump kann und was nicht. Mithin, was ist also Trumps Macht? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Könnte ein sehr, sehr interessanter, ein heißer Handelstag werden. Nicht nur meteorologisch, sondern wirklich auch an den Märkten. Wir haben ja am Freitag kurz nach 23 Uhr oder eigentlich 23 Uhr diese Twitter-Salve von Donald Trump gesehen, der darin ankündigt, ich werde die Zölle ab 1. September erhöhen von 10% auf 15%. Das sind diese Zölle, die die restlichen 300 Milliarden an chinesischen Importen betreffen. Und ich werde dann ab 1. Oktober 2019, also dann einen Monat später im Prinzip, die bereits bestehenden Zölle von 25% auf 30% anheben. Und das ist natürlich ein ziemlicher Schocker, ein ziemlicher Hammer gewesen. Die asiatischen Märkte zunächst mal schwach geöffnet, ganz klar. Aber dann gab es ein bisschen Beruhigung, weil Liu He in einem Interview mit einer eher abseitigen chinesischen Zeitung, die ich noch niemals irgendwie wahrgenommen habe, gesagt hat, naja, wir wollen schon unbedingt diesen Handelskonflikt mit den USA lösen. Dazu noch Aussagen von Wirtschaftsministerium, dass man das Instrumentarium habe, um die Wirtschaft gut in den Griff zu kriegen, etc. etc. Daraufhin die chinesischen Märkte wieder Verluste ein bisschen reduziert, die asiatischen Märkte die Verluste reduziert. Mal sehen, wie die Europäer darauf reagieren. Aber das ist natürlich schon die volle Breitseite. Und jetzt stellt sich die Frage, was kann Trump? Zunächst mal hat er am Sonntag dann auf dem G7-Treffen sich folgendermaßen geäußert. Da ging es darum, ob er nicht nochmal überlegen wolle, vielleicht diese China-Zölle wieder zurückzunehmen, ob er da Second Thoughts habe, zweite Gedanken. Ja, sagt er, ich habe immer Second Thoughts, grundsätzlich einmal hier, aber sagt er in diesem Interview, ich könnte, wenn ich wollte, einen nationalen Notstand ausrufen, aber derzeit will ich das nicht, weil die Gespräche mit China, die laufen. Ja, so großartig, großartig, großartig. Ja, am Mittwoch liefen die Gespräche noch großartig. Und kurze Zeit später hat man dann auf sich eingehämmert mit neuen Strafzöllen wechselseitig. Also so großartig scheint es nicht zu sein. China braucht den Deal etc. etc. Aber was uns hier bei Trumps Aussage interessiert, ist dieser Emergency, National Emergency, also praktisch dieser Ausnahmezustand. Und schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten Trump hier eigentlich hat. Und das sind zahlreiche. Trump hat jetzt nämlich in einem Tweet, den ich Ihnen hier zeigen möchte, gesagt, ja, liebe Leute, wenn ihr glaubt, dass ich hier bestimmte Möglichkeiten nicht habe, zum Beispiel amerikanische Firmen anzuordnen, raus aus China zu gehen, ihr Geschäft mit China einzustellen, dann schaut euch mal den Economic Powers Act von 1977 an, der sogenannte Emergency Economic Powers Act auf 1977, und damit ist die Sache erledigt, so Trump. Und in der Tat, wenn wir uns diesen Act mal anschauen, also diese Sondergesetzgebung, da steht hier, der Präsident kann den Handel regulieren mit und fremdes Eigentum, praktisch Eigentum von Ausländern einfrieren, wenn die Umstände unusual or extraordinary sind, also wenn die Umstände ungewöhnlich oder, naja, außergewöhnlich sind. Und das ist natürlich eine windelweiche Handhabe, mit der er schon die Mexiko-Zölle begründet hatte. Jetzt kann er damit sozusagen die China-Zölle begründen, kann den Ausnahmezustand, den Notstand begründen, überhaupt für die amerikanische Wirtschaft. Und schauen Sie sich mal hier diese ganzen Möglichkeiten an, die er noch hat. Da gibt es viele Acts von 1962, 1930, 1974, Trading with the Enemy Act of 1917. Das war schon eine Ausnahmegesetzgebung, mit der Donald Trump die Stahl- und Zölle begründet hatte. Also da ist eine richtige, reichhaltige Instrumentenkiste, womit Donald Trump im Prinzip faktisch komplett alles außer Kraft setzen kann, was normalerweise eine Verfassung an Sicherheiten garantiert. Das ist in den USA nicht so. Da gibt es diese Acts, mit denen man wirklich so ziemlich alles durchdrücken kann als Präsident. Und das bedeutet, dass die ganze Geschichte jetzt wirklich haarig werden kann, wenn dieser Konflikt weiter eskaliert. Dann hat Donald Trump wirklich die Möglichkeiten, eben hier unglaubliche Steuerungsmechanismen zu haben, kann wirklich auch amerikanische Firmen anordnen, ihr macht kein Geschäft mehr mit China. Das ist im Bereich
seiner Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten haben die Chinesen nun auch ein bisschen unbegrenzt? Die haben gesagt am Wochenende, okay, du kannst ja hier ein bisschen Stress machen, aber du wirst dir damit selber schaden. Das sind falsche Aktionen. Einige Artikel auch in der China Daily. Wir sehen also hier relativ scharfe Gegenkommentare. Dann überraschenderweise heute Nacht so ein bisschen dieses Entgegenkommen von Liu He. Wir wollen doch den Handelskrieg nicht eskalieren lassen und ihn lösen zusammen mit den USA. Was wird die ganze Geschichte mit den Märkten machen? Das ist die große Frage. Schauen wir uns mal dieses Muster an, das Sven Hendrik hier zeigt. Da haben wir hier eigentlich so ein ähnliches Muster wie vor dem Dezember-Abverkauf. Dieses rauf, runter, runter, rauf. Dann gab es nochmal diesen ganz herben Abverkauf. Wiederholt sich das jetzt? Das ist die große Frage. Hier möglicherweise haben wir eine Bärenflagge, also praktisch die Ankündigung weiter fallender Kurse. Noch ist da ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Hier hätten wir eine Menge Gaps, die auf der Unterseite jedenfalls erstmal gefüllt werden könnten. Was haben wir heute an Daten, an Terminen, die wichtig werden? Da hat es einiges in sich, wie zum Beispiel um 10 Uhr der IFO-Index, nachdem der ZTW-Index ja so massiv enttäuscht hatte mit über minus 44 zuletzt. Wird der IFO das bestätigen? 14:30 dann die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA und 14:30 dann auch eine Pressekonferenz von Donald Trump zum G7-Treffen. Er hat wahrscheinlich hier einen großartigen Deal mit Japan gemacht. So sagt er zumindest. Was wird da kommen von Donald Trump? Das kann die Märkte durchaus bewegen. Wahrscheinlich wird das eh wieder später anfangen, weil Trump die Welt gerne auf sich warten lässt. Das wäre zumindest der normale Fall. Schauen wir uns mal an, was jetzt in den Charts zu erwarten ist heute. Wie immer, Sie wissen es von Capital.com. Wir sehen hier den Dow Jones aktuell 25.492. Wir haben hier diesen Rutsch schon am Freitag, als Donald Trump diese Gegenmaßnahmen ankündigte, als er sagte, heute Nachmittag werde ich etwas verkünden. Das hat er auch verknüpft mit Jerome Powell und der Fed. Warum fragen die mich nicht? Warum sprechen die nicht mit mir? Die wissen ja gar nicht, was ich da ankündigen werde, nämlich die zusätzlichen Zölle. Offenkundig will Trump eben mit diesen Aktionen, mit diesen neuen Zolleskalationen zwingen, die Zinsen weiter zu senken. Aber die Fed, das hat Charles Plosser, ehemaliges Fed-Mitglied, kürzlich gesagt, die Fed ist nicht dazu da, solche Schäden zu reparieren. Und die kann nicht alles reparieren, das wäre ein Irrglaube. Wir sehen hier die Erholung dann jetzt am asiatischen Handel, sehen aber, dass die jetzt derzeit aktuell wieder etwas verpufft. Wir haben beim S&P jetzt ein Kursniveau von 2830 Punkten. Was wird da passieren beim DAX? Der wird aktuell getaxt bei 11.486. Für den Exportindex natürlich keine gute Nachricht, wenn diese ganze Situation um den Handelskrieg weiter eskaliert. Wir haben dann Euro-Dollar bei 1,1134. Die Eskalation des Handelskriegs ist negativ für den Dollar, deswegen der Euro stärker. Wir sehen, dass Gold hier zulegen konnte, sogar über die 1550er Marke, jetzt etwas zurückkommt, 1542. Und wir haben das amerikanische Crude Oil bei 53,52 Dollar. Auch belastet natürlich von diesen Handelskrieg-Eskalationen. Und jetzt bin ich gespannt, wie die europäischen Märkte reagieren. Die Asiaten haben es mit ihrem Plunge Protection Team sozusagen wieder geschafft, ein bisschen die Märkte nach oben zu ziehen. Wie nachhaltig ist das? Denn Fakt ist, die neuen Zölle kommen ab 1. September. Fakt ist, jeder Tweet von Donald Trump kann jederzeit alles ändern. Es ist ein crazy environment, wie die Amerikaner sagen. Ein verrücktes Umfeld. Aber es ist eben das Umfeld, das wir vorfinden mit Trumps Twitter-Account als wichtigsten Preisfindungsmechanismus der Welt. Und das ist jemand, der, wie ich versucht habe zu zeigen, unglaubliche Möglichkeiten hat, wirklich die Dinge in seinem Sinne zu steuern, praktisch jede Rechtmäßigkeit unter Berufung auf Notstandsgesetzgebung auszuhebeln. Und das macht die ganze Geschichte so tricky, so gefährlich und auch so spannend. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Wochenauftakt, meine Damen und Herren, und sage Servus und